Was dieser Mann macht, ist lebensgefährlich. Auch dieser setzt sein Leben aufs Spiel. Für Strom. Meistens gibt es aber gar keinen Strom in Afghanistans Hauptstadt Kabul. Nur Dieselgeneratoren sorgen für ein paar Stunden Licht. Mit nackten Kabeln und ohne Handschuhe improvisieren die Händler jeden Abend, um ihre Stände zu beleuchten. Dabei ist Afghanistan ein Lieblingsland der deutschen Entwicklungshilfe. 100 Millionen Euro wurden allein in die Stromversorgung gesteckt. Doch Kabul ist nach wie vor meist dunkel. Dieser Film zeigt, warum. Afghanistan 2009. Die Sicherheitslage ist angespannt wie nie. Der Wiederaufbau geht mehr als schleppend voran. Trotz hoher Summen, die die westlichen Länder hier investieren. 2002, kurz nach dem Sturz des Taliban-Regimes, stellt die Bundesregierung 5 Millionen Euro für Ampeln und Straßenlaternen zur Verfügung. Die stehen nun auch überall in Kabul herum. Nur, sie funktionieren nicht. Denn in der Hauptstadt kommt kein Strom an. Wir machen uns auf die Suche nach den Ursachen. Wo bleibt der Strom und was müsste geschehen, um die Laternen zum Leuchten zu bringen? Zunächst besuchen wir die afghanische staatliche Energiebehörde DABM, zu Beginn unserer Geschichte zuständig für die Stromversorgung des ganzen Landes. Mit 5.700 Mitarbeitern ist die DABM der größte zivile Arbeitgeber des Landes. Ein Verantwortlicher soll uns erklären, warum die Straßenlaternen aus Deutschland keinen Strom haben. Hier stellt sich keiner diese Frage, denn jeder lebt damit, dass es nie anders war. Doch was ist mit den 100 Millionen aus Deutschland passiert? Wir treffen Mohammed Kohistani. Als die Laternen vor 8 Jahren kamen, war er Chef der Behörde und führte die Verhandlungen mit der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Er kann sich daran erinnern, will aber nichts Genaues darüber sagen. Konkrete Fragen über die Finanzierung der Straßenbeleuchtung und Ampeln wurden nicht mit uns besprochen. Auch den Bau der Laternen haben die Deutschen selbst in die Hand genommen. Die DABM verwaltet nur das Geld. Fragen Sie doch bei der deutschen Seite nach. Die müsste wissen, wie das damals lief. Frankfurt. Hier werden die Entwicklungshilfegelder der Bundesregierung verwaltet, bei der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. Nach dem Sturz der Taliban stellt die Bundesregierung eine Soforthilfe von über 80 Millionen Euro bereit. 5 Millionen davon für Straßenlaternen. Zum damaligen Zeitpunkt ging es eigentlich darum, wie können wir möglichst kurzfristig und für die Bevölkerung sichtbar zeigen, dass sich etwas tut. Und da erschienen uns diese Straßenlaternen als gut geeignet. Ja, das war unheimlich wichtig, weil wir dadurch zeigen wollten, dass nach diesen großen politischen Ankündigungen von Hilfe für den Wiederaufbau auch möglichst schnell konkrete Taten folgen. Und ich denke, das ist uns wirklich gelungen, dass wir dadurch zeigen konnten, dass wir auch kurzfristig als Bundesrepublik Deutschland Hilfe leisten können. Tatsächlich aber gibt es nicht ausreichend Strom in der Stadt. Die Laternen selbst kosten etwa 1 Million, der Rest geht in Verwaltung, Sicherheit und den Gewinn der beteiligten Firmen. Die ersten 5 Millionen sind also schnell weg, ohne Nutzen für die Menschen. Wenn es in Kabul Strom gibt, kommt er meist von ratternden, stinkenden Stromaggregaten. Vor 40 Jahren sorgte der Kabul-Fluss für die Stromversorgung durch ein Wasserkraftwerk. Damals hatte Kabul 100.000 Einwohner. Heute wohnen hier etwa 5 Millionen Menschen. Aber noch immer ist der Fluss die einzige Quelle zur Stromerzeugung. Mohammed Kohistani von der Energiebehörde nimmt uns mit auf eine Reise nach Südostafghanistan. Wenn wir wissen wollen, warum das Laternenprojekt fehlgeschlagen ist, müssen wir in das Gebiet der Taliban. Ein gefährlicher Trip.
Die Strecke ist seit Jahrhunderten strategisch wichtig. Heute kommen über diese Straße 80% des Nachschubs für die NATO-Truppen. Anschläge sind an der Tagesordnung. Selbst unser Fahrer, der aus dieser Gegend kommt, fühlt sich hier unwohl. 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernt liegt ein Musterprojekt der deutschen Entwicklungshilfe in einem der gefährlichsten Gebiete Afghanistans. Der Fluss draußen hat kaum Wasser. Bald wird es gar kein Wasser mehr geben, obwohl es noch Frühling ist und es viel geregnet hat. Erst ab Ende Oktober fließt wieder ein wenig Wasser. Der Fluss führt hier viel Sand und Steinsplitt. Dieser würde sich in einem Staudamm absetzen, aber hier gab es keine Möglichkeit, einen Staudamm zu bauen. Trotzdem investierte die Bundesregierung hier schon in den 60er Jahren Millionen Entwicklungsgelder, um Strom zu produzieren. Das Wasserkraftwerk Mahipa, das deutsche Vorzeigeprojekt von 1966. Das ist kein Staudamm, was Sie da sehen. Hier wird nur das Wasser durch den Berg geleitet und dann fällt es über 300 Meter tief auf die Turbinenflügel. Das Wasser führt sehr harten Sand mit sich. Wenn es die Berge herunterstürzt, zerstört es alles. Ich habe die deutschen Vertreter immer wieder gefragt, wie konnte Deutschland überhaupt so etwas Nutzloses hier bauen? Gute Frage. Dennoch investiert die KfW im Jahr 2003 10 Millionen Euro in dieses Kraftwerk, um die Turbinen zu reparieren. Hierfür beauftragt die KfW die gleichen deutschen Firmen, die 40 Jahre zuvor das Kraftwerk konzipiert und gebaut hatten, Voith und Lahrmeier International. Bedenken seitens der afghanischen Techniker werden nicht berücksichtigt. Ingenieur Mohammed Ismail erzählt uns, dass er die Turbinen aus den 60er Jahren ständig in Schuss halten muss. Zur Not auch mit umfunktionierten Teilen aus russischen Panzern. Ismail schweißt und schleift kaputte Teile der Turbine, bis sie passen. Seit 40 Jahren kämpft er wie Don Quixote gegen Windmühlen. Das Kraftwerk hat Kabul nie mit ausreichend Strom versorgt. Wenn ich die Turbinen nicht ständig repariere, gibt es gar keinen Strom. Die Ingenieure von Voith haben die Turbinen gar nicht aufgemacht, um zu sehen, ob sich die Investitionen lohnen. Die Ringe liegen die meiste Zeit im Wasser und verhindern, dass das Wasser in den Motor der Turbine hineingelangt. Das ist wie Sandstrahlung. Ismail weiß nicht, wie viel Geld in die sogenannte Rehabilitierung der alten Turbinen geflossen ist. Er weiß nur, wie viel er für seine 80 Euro Monatslohn leisten muss. 5 Millionen für die Laternen, 10 Millionen für die Reparatur des Kraftwerks und kein Strom in Kabul. Wenn man Ismail fragt, hätte man das vorher wissen können. In Afghanistan kommen wir zunächst nicht weiter. Wir suchen in Deutschland nach unabhängigen Experten, die sich mit diesem Projekt beschäftigt haben. Philipps-Universität in Marburg. Hier werden schon seit den 70er Jahren deutsche Entwicklungsprojekte in Afghanistan untersucht, darunter auch das Kraftwerk Mahipa. Der Politikwissenschaftler Martin Baraki hat ein Buch über deutsch-afghanische Wirtschaftsbeziehungen geschrieben und Entwicklungsprojekte untersucht. Das Problem war, dass die Studien eigentlich eher sind meistens Auftragsstudien von denjenigen Firmen, in diesem Fall die Firma Lahrmeier, wurde diese Studien durchgeführt. Diejenigen Wissenschaftler, die Studien durchgeführt haben, haben natürlich Interesse gehabt, im Sinne des Auftraggebers als positiv darzustellen, damit dieses Projekt überhaupt zustande kommt. Und deswegen viele Probleme, die eigentlich ganz normaler Mensch, ein Bauer, der in der Gegend wohnt, wenn man ihn gefragt hätte, hat dieser Fluss überhaupt Wasser? Er hätte gesagt, im Winter ja, aber im Sommer nicht. Also der Kabul-Fluss hat im Sommer kein Wasser. Das hätte jeder Bauer einen Experten sagen können. Dafür bräuchte man überhaupt keine Studien durchzuführen. In Bad Vilbel besuchen wir den Hauptsitz der Firma Lahrmeier International. Die Firma hat das Kraftwerk Mahipa von Anfang an geplant und verdient jetzt noch an den Reparaturarbeiten. Ja, Herr Rieck, ich finde das prima. Zwei Ingenieure der Firma holen für uns die alten Baupläne aus der Schublade. Uns interessiert, wer in diesem Fall geprüft hat, ob sich das Projekt lohnt und überhaupt Sinn macht.
Immerhin sind allein für die Reparatur 10 Millionen Euro geflossen. Wenn wir ein Projekt im Ausland bauen oder planen und dann Bau überwachen, dann werden die Pläne nicht von deutschen Behörden geprüft, weil der Kunde ist ja ein ausländischer Kunde. Und wenn im Ausland die Praxis des Prüfens anders ist als hier, dass man zum Beispiel externe Prüfer einbezieht, dann wird nach den Vorschriften des entsprechenden Landes verfahren. Also in Ländern wie Afghanistan ist es selbst heute so, dass die Prüfung seitens der Behörden fast nicht stattfindet. Die setzen dann internationale Panels of Experts ein, die für die Behörde selbst prüfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ohne jetzt das genau zu wissen, dass in den 50er Jahren sicher kaum eine Prüfung stattfand seitens der afghanischen Behörden. Als das Kraftwerk nicht funktionierte, beschwerte sich die damalige afghanische Regierung. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ließ daraufhin eine Untersuchung durchführen, die nie veröffentlicht wurde. Darin heißt es: Das Wasserkraftwerk Mahipar, in das fast ein Drittel der zugesagten Kapitalhilfe geflossen ist, muss als Fehlschlag bezeichnet werden. Selbst wenn es jetzt gelingen sollte, eine beschränkte Betriebsbereitschaft wiederherzustellen, werden damit die Probleme auf die Dauer kaum gelöst sein. Trotz dieser Vorgeschichte entscheidet die KfW 2003, weitere 10 Millionen Euro in die Erneuerung der Turbinen zu investieren. Die beauftragten Unternehmen sind, wie in den 60er Jahren, Lahmeyer und Voigt. Der Techniker erzählt, dass die Turbinen erst im Jahr 2005 genauer untersucht werden, nachdem die kostspieligen Reparaturen keinen Fortschritt bringen und Kabul weiter dunkel bleibt. Natürlich muss man sagen, bei einem Rehabilitierungsprojekt ist es so, dass man letztlich den Umfang der Rehabilitierung erst abschätzen kann, wenn man die Turbinen wirklich aufmacht. Von daher wussten wir zu Beginn des Projekts noch gar nicht genau, wie hoch der Rehabilitierungsumfang ist. Es stellte sich dann heraus, dass, wo man die Turbinen geöffnet hat, der Rehabilitierungsumfang größer ist als zu erwarten. Wurde dann noch mehr Geld für das Projekt Mahipar ausgegeben? Richtig, genau. Insgesamt hat die Bundesregierung knapp für Mahipar und Sarobi, für Mehrkosten Mahipar und Sarobi, ca. 10 Millionen mehr ausgegeben, als ursprünglich vorgesehen war. Aber das nicht etwa für neue Turbinen. Die Turbinen wurden gar nicht ersetzt, sondern mit alten Ersatzteilen aus unserem Lager und ein paar neuen Teilen aus Deutschland wieder zusammengebaut und anschließend angestrichen. Wir haben die Firma Voigt um eine Stellungnahme hierzu gebeten. Sie wurde abgelehnt. Bislang also 25 Millionen und weiter kein Strom. Stattdessen wird repariert und probiert. Neben dem Schaltraum treffen wir auf einige Mitarbeiter von Voigt, darunter auch ein Deutscher. Der Elektriker Peter Kolbe bessert seine Rente auf, indem er für 3 Monate in Mahipar arbeitet. Aus Sicherheitsgründen wird festangestelltes Fachpersonal der Firmen selten nach Afghanistan entsandt. Kolbe und seine afghanischen Kollegen diskutieren mit Kohistani, wie gut die neue Elektronik ist. Sie sprechen auch darüber, dass ihre Arbeit hier weitgehend sinnlos ist, da es in den nächsten Monaten ohnehin nicht genug Wasser gibt, um die Turbine zum Laufen zu bringen. Okay. Hier oben gibt es viele Probleme. Ja, keine Wartung. Keine Wartung? Das ist alles kaputt. Alles kaputt? Was ist kaputt? Mechanisch alles, meistens alles kaputt. Ja. Elektrisch sowieso, das kommt alles neu. Und wo kommt das die Maschine her? Aus Deutschland. Ja, und was machen Sie jetzt, wenn eine neue Maschine ist? Geht auch kaputt, oder? Ja, die läuft 4-5 Jahre, dann ist sie wieder kaputt. Ja, 4-5 Jahre? Weil keine Pflege da ist. Keine Pflege? Das ist kein Wunder. Denn besonders gut ist man hier nicht ausgerüstet. Und auch heute fällt der Strom wieder mal aus. Können Sie nicht jetzt arbeiten? Das kann man nichts machen ohne Strom.
Das passiert immer wieder oder manchmal? Ja, das passiert schon öfters. Ja? Ein Notaggregat, sowas haben wir nicht. Habt ihr nicht? Wieso nicht? Ein Aggregat wäre so teuer? Wie? Ein Notaggregat, die kostet nur so billig in der Stadt. Ja, aber sowas haben wir halt nicht. Sie haben kein Notaggregat hier? Und wie arbeiten Sie, wenn Strom ausfällt? Ja, das sehen Sie ja, gar nicht. Wir können ohne Strom nichts machen. Ja, weil wäre ein kleines Stromaggregat, um weiterzuarbeiten. Ja, müssten wir haben, aber dann geht was kaputt und dann bleibt das Ding in der Ecke liegen und fertig. Die Schwierigkeiten beim Entwicklungshilfeprojekt Mahipa sind kein Einzelfall. Ich habe insgesamt 9 verschiedene Entwicklungsprojekte der Bundesrepublik Deutschland in Afghanistan untersucht und alle Projekte ausnahmslos basiert auf vertraulichen und streng vertraulichen Dokumenten. Und diese vertraulichen und streng vertraulichen Dokumente wurden vorher nie veröffentlicht und keiner wusste davon. Ich habe das zum ersten Mal in meiner Arbeit dargelegt und ist dabei rausgekommen, dass die Projekte zum großen Teil sind die gescheitert. So wie das Projekt in Mahipa. Doch so leicht geben die Deutschen nicht auf. Das Ziel ist weiterhin, Straßenlaternen und Ampeln in Kabul zum Leuchten zu bringen. Das Ziel ist Strom für Afghanistan. Der Verkehr fließt auch ohne Ampeln, immerhin. Aber durch die miserable Energieversorgung ist die wirtschaftliche Entwicklung schwer gebremst. Die nächste Station auf unserer Suche ist Sarubi. Hier besuchen wir ein weiteres Kraftwerk, das mit deutschem Geld Strom produzieren soll. Hier gibt es genug Wasser, das auch nicht zu sandig ist. Aber Sarubi ist ein sehr gefährlicher Ort. Bis auf das Kraftwerk ist alles in den Händen der Taliban. Deswegen sind die strengen Kontrollen obligatorisch. Staatliche und private Sicherheitsdienste verschlingen ein Fünftel der Entwicklungshilfegelder für das Projekt. In Sarubi werden im Jahr 2005 für 18 Millionen Euro 2 computergesteuerte Turbinen von der Firma Voith installiert. Erst dann stellen die Firma und die KfW fest, dass sie aus Sicherheitsgründen keine Fachkräfte finden, um die Anlage regelmäßig zu warten. Es werden aber auch keine afghanischen Techniker hierfür ausgebildet. So steht die moderne Anlage immer wieder monatelang still. Die afghanischen Computerspezialisten könnten sich die Kenntnisse selbst beibringen, wenn Handbücher vorlägen. Aber in den Verträgen der deutschen Firmen mit der KfW wird festgelegt, dass kein technisches Know-how weitergegeben werden darf. Das Programm kennen wir nicht. Wir haben noch nie damit gearbeitet. Wir haben weder die Software noch das Handbuch. Wenn das Programm zum Beispiel meldet, die Temperatur solle geändert werden, kann ich das nicht tun. Ich komme in das Programm nicht hinein. Da steht jetzt auch eine Warnung. Ich muss warten, bis jemand aus Deutschland kommt. Ohne einen Sicherheitscode kann man nichts ändern. Wenn das System ausfällt, sind die Techniker hier machtlos. Doch selbst wenn es mal keine Pannen gibt und das Kraftwerk genügend Strom produziert, bedeutet das nicht, dass der Strom in Kabul auch ankommt. Die Umspannanlage neben dem Wasserkraftwerk, die von hier aus über die Berge Strom nach Kabul leitet, macht keine Probleme. Auch die Hochspannungsleitung funktioniert bis Kabul. Aber das Hauptstromnetzwerk der Stadt wurde in den 50er Jahren gebaut und ist inzwischen entsprechend marode. Die Stromkabel sind kaputt, die uralten Zähler und Anschlüsse arbeiten nicht. Die übereinander liegenden Stromkabel verursachen oft Kurzschlüsse, sodass der Strom für ganze Stadtteile über Monate ausfällt. Bis zu diesem Punkt unserer Recherche sind 43 Millionen deutsche Steuergelder im afghanischen Stromnetz verschwunden. Kabul heute. Immerhin ein Hoffnungsschimmer, wenn auch die Ampeln nach wie vor nicht den Verkehr regeln. Trotz der Millionen Entwicklungshilfe haben die Techniker der afghanischen Energiebehörde kein passendes Werkzeug und keine sichere Ausrüstung. Die Reparatur der Leitungen bleibt ein lebensgefährliches Abenteuer. Wir besuchen ein Umspannwerk aus den 70er Jahren, das erstaunlicherweise noch funktioniert.
Assam Khan, der zuständige Techniker, verwaltet zugleich auch die Stromrechnungen im Stadtteil. Er muss viele Mahnungen schreiben, denn kaum jemand in Afghanistan zahlt seine Stromrechnung freiwillig. Wer trotzdem Elektrizität braucht, muss Schmiergeld zahlen. Dann drückt Assam Khan ein Auge zu. Assam Khan wohnt auch in seiner Umspannanlage. Er hat Tag und Nacht Bereitschaft, denn es geht ständig etwas kaputt, weil die Stromspannung so oft schwankt. Vor kurzem hat er sich eine neue Zange gekauft, um die Leute, die ihre Rechnung oder Schmiergeld bezahlt haben, wieder anzuschließen. Das ist der gefährlichste Teil seiner Arbeit. Er hatte schon zahllose Unfälle. Oft brechen die Leitungen. Ich gehe dann mit einer Leiter hoch und bastle sie wieder zusammen. Ich habe weder Sicherheitsgürtel noch Handschuhe. Nicht mal Arbeitsschuhe. Wenn es zu einem Kurzschluss kommt, verbrenne ich mir die Hand. Die Arbeit hier ist wie Krieg. Nur mit dem Unterschied, dass ich keine Waffe gegen den Strom habe. Im Winter und im Frühling ist die Leiter nass. Auch der Boden. Es sind schon viele Kollegen in den ganzen Jahren bei der Arbeit gestorben. Viele. Allein hier in dieser Abteilung gab es 10 Tote. Angesichts von Ineffizienz und Korruption verabschieden sich die afghanische und die deutsche Regierung 2006 von der Vorstellung, mit einer staatlichen Gesellschaft Strom zu produzieren. Der deutsche Konzern MVV bekommt den Auftrag, die DABM umzustrukturieren. De facto wird die afghanische Behörde damit entmachtet. Hierfür investiert diesmal die Weltbank noch einmal 12 Millionen Dollar. 20 der 5.700 afghanischen Angestellten der alten Energiebehörde arbeiten nun für den deutschen Konzern. Das restliche Personal wird noch vom Staat bezahlt, hat aber nicht mehr viel zu tun. 3 Jahre nun tippen die 20 afghanischen Mitarbeiter die handschriftlichen Unterlagen der alten Energiebehörde in den Computer ein. Praktisch bringt das keinen afghanischen Haushalt einem Stromanschluss näher. Positiv ist, dass derzeit ungefähr 15% der gesamten Einwohnerzahl tatsächlich an Strom angeschlossen ist. Das heißt, wir haben eine große Anzahl von Kunden, die noch vor uns stehen. Negativ ist, dass die Investitionen ja nicht für diese 15% gemacht wurden, sondern für viel mehr. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich die anderen Kunden mit ins Boot bekommen. Das wird wohl noch dauern. Denn unabhängig davon, ob es gerade Strom gibt oder nicht, die meisten Menschen bleiben abgeschaltet. Ohne Schmiergeld geht nämlich nichts. Not macht erfinderisch. Einige ehemalige Angestellte der alten Energiebehörde finden genau vor dem Eingang einen Job als Antragsschreiber für Stromanschlüsse. Denn die meisten Afghanen sind Analphabeten. Trotz dieser fachkundigen Beratung müssen die Antragsteller Monate oder gar Jahre auf die Erledigung ihrer Anträge warten. Wir mussten alle Geräte für Strom, auch die Kabel, die man für den Anschluss braucht, selbst kaufen. Das haben wir gemacht. Jetzt wollen wir wissen, wie lange es noch dauert. Wenn das nicht bald gelöst wird, wird der ganze Stadtteil mit Kind und Kegel in die Behörde gehen. In unserem Stadtteil haben wir selbst ein Umspannwerk gekauft. Auch das Netzwerk in unserer Straße haben wir mit unseren Nachbarn erneuert. Die Strombehörde muss nur noch den Strom anschließen. Unsere Papiere liegen seit 3 Jahren bei denen im Keller. Niemand bearbeitet sie. Um das zu überprüfen, suchen wir einen weiteren Chef der alten Energiebehörde, Ingenieur Rabbani. Seit 2006 war er der wichtigste Ansprechpartner der Deutschen. Zufällig treffen wir den Vorsitzenden der Stromgewerkschaft. Der will hier allerdings nicht mit uns sprechen. Wir verabreden uns woanders. Er sagt uns noch schnell, dass wir den ehemaligen Chef nicht weiter zu suchen bräuchten. Rabbani sitze seit kurzem im Gefängnis, wegen Unterschlagung. Angesichts der weit verbreiteten Korruption in Afghanistan kann das nur heißen, dass es um eine große Summe gehen muss, gerüchteweise um 1 Million Euro. Wir wollen von der hiesigen Chefin der MVV wissen, was sie zu den Spekulationen sagt. Es gibt Korruptionsvorwürfe gegen ihn
was mich nicht verwundert, weil wir im Strombereich, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, riesig große Korruptionsfälle haben. Und im Strombereich, natürlich. Wenn Sie können hier rausgehen. Wenn Sie angeschlossen werden möchten und 24 Stunden am Tag Strom haben möchten, dann müssen Sie sich jemanden von der Moassasa fangen, der Zugang zu den entsprechenden Leuten hat. Sie müssen ganz viele Unterschriften haben und letztendlich ganz viel dafür bezahlen, dann kriegen Sie Ihren Anschluss. Und ein großer Teil dieses Geldes geht auch nun nicht unbedingt in die Firma, sondern eben vorbei. Auch die Firma Lahrmeier hat jahrelang mit Ingenieur Rabbani zusammengearbeitet. Uns interessiert, was Sie über Korruptionsfälle wissen. Was Sie jetzt sagen oder vielleicht auch andeuten, vielleicht missverstehe ich es ja auch, das ist ja vollkommen klar. Das weiß jeder, der im Ausland arbeitet. Nichtsdestotrotz gibt es vertraglich die Kundenseite. Und wenn der Herr Rabbani die Kundenseite vertritt, dann muss man mit ihm zusammenarbeiten. So einfach ist das. Unser Vertrag wurde mit der KfW abgeschlossen. Also wenn Sie da irgendeinen Hinweis auf den Herrn Rabbani geben, der jetzt im Gefängnis sitzt, so ist es absolut irrelevant. Über die Hintergründe weiß ich wirklich absolut nichts. Ich kann nur sagen, dass in der Vergangenheit Leute wie Ingenieur Rabbani eigentlich die Wissensträger in diesem ganzen System waren und von daher unheimlich wichtig in der Anfangszeit für uns, um überhaupt zu wissen, wie die Sachlage wirklich ist. Aber ansonsten kann ich dazu wirklich überhaupt nichts sagen. Der Fall Rabbani ist in Kabul inzwischen stadtbekannt. Aber Korruption regt hier niemanden mehr auf. Die Hoffnung auf eine funktionierende Stromversorgung haben sie ohnehin aufgegeben. Das Problem mit dem Strom in unserem Land ist uralt und es ändert sich nichts. Niemand weiß, wann es Strom gibt und wann nicht. So kann man nicht arbeiten. Diesel gibt es zwar an jeder Straßenecke, aber nur für viel Geld. 70 Cent pro Liter, die Hälfte eines durchschnittlichen Tagesverdienstes. Wir treffen uns wie verabredet mit dem Vorsitzenden der Stromgewerkschaft. Er hat viele Dokumente dabei, um die dunklen Geschäfte mit dem Strom in Afghanistan zu belegen. Er erzählt, wie die Korruption innerhalb der Regierung funktioniert. Geld wird unterschlagen, indem man es umleitet. Er zeigt uns ein Heft, in dem die Stromabrechnungen der afghanischen Ministerien aufgeführt sind. Wir sehen genau, seit wann welches Ministerium keinen Strom mehr bezahlt hat. In den Ausgängen ist das Geld aber verbucht. Seit die deutsche MVV die Strombehörde kontrolliert, wurde dieses System abgeschafft. Es gibt nun keine Rechnungen mehr, die Ministerien können also auch nichts mehr umleiten. Wir wollen im Wirtschaftsministerium nachfragen, ob die Korruptionsvorwürfe zutreffen. Die afghanischen Ministerien werden komplett mit Entwicklungshilfegeldern finanziert. Die Minister stehen auf der Gehaltsliste der Bundesregierung. Jalil Shams kennt die deutschen Verhältnisse und die deutschen Firmen gut. Er hat täglich mit ihnen zu tun. Er spielt den Ball zurück. Es stimmt, dass es in der afghanischen Verwaltung Korruption und Kriminalität gibt. Aber unsere eigene Korruption ist im Vergleich mit der Korruption in den westlichen Institutionen, mit denen wir zu tun haben, gar nichts. Das ist wie der Vergleich zwischen Mücke und Elefant. Die Korruption und die kriminellen Machenschaften in ausländischen Firmen und Institutionen hat System. Die ausländischen Firmen arbeiten nach ihrem korrupten System. Das Geld, das dabei fließt, ist Teil des Systems. Mannheim, der Hauptsitz der MVV. Nicht nur der afghanische Wirtschaftsminister, auch der Vorstand dieses Energiedienstleisters weiß genau, dass die Korruption der Hauptgrund dafür ist, warum die Stromversorgung in Kabul noch immer nicht funktioniert. Und Vorstandsmitglied Brückmann bestätigt die Vorwürfe des Ministers. Herr Dr. Shams prangert die Methodik an, wie Investitionen im Land getätigt werden und wie sie verteilt werden. Nämlich, wenn internationale Gelder bewilligt werden.
hat er mir auch schon erzählt, dann gibt es wohl viele Unternehmen, die für einen Preis X die Anlagen liefern, die Anlagen aber nur weniger wert sind und davon einen gewissen Teil für sich selbst abzweigen. Der nächste Punkt ist, den er anprangert, wenn das so ist, zu Recht, dass die Unternehmen sehen, dass das Know-how nicht transferiert wird nach Afghanistan. Das heißt, dann haben sie immer im Prinzip die Hoheit über die Anlagen, können natürlich über die Anlagen, die sie dort bauen, auch wiederum Markt beeinflussen. Und da zwischendrin, das nennt er auch als korruptes System und als Ausnutzen dieser internationalen Finanzierung, fallen immer wieder viele Gelder ab. Gelder, die man in Kabul buchstäblich auf der Straße findet. Im afghanischen Geldbazar wechseln täglich etwa 50 Millionen Dollar ihren Besitzer. Es gibt zwar inzwischen auch Banken in Afghanistan, aber kaum jemand lässt sein Geld durch Banken überweisen oder auf einem Sparkonto liegen. Seit 2002 wird der Bazar mit ausländischem Geld regelrecht überflutet. Häufig handelt es sich dabei um Entwicklungshilfegelder. Die schwer bewachte afghanische Wall Street ist die wichtigste Adresse für alle, die Geld nach Afghanistan bringen oder von dort weg. Über 360 Geldläden gibt es hier und hunderte Einzelhändler. Es kostet nur ein kurzes Telefonat, um weltweit Millionen hin und her zu schieben. Geld, das keinerlei Spuren hinterlässt. Haji Khan studierte einst Wirtschaft und arbeitet seit über 20 Jahren in diesem Bazar. Er bekommt täglich Geld, meist um es nach Europa zu überweisen. Wer eine große Summe unbemerkt aus dem Land bringen will, muss mit dem Khan zusammenarbeiten. Viele Ausländer kommen zu mir. Ich nenne ein Beispiel. Der Vertreter einer ausländischen Firma bringt Geld nach Kabul für ein Projekt. Laut Vertrag zwischen dieser ausländischen Institution und der Regierung ist dieses Projekt mit 1 Million Dollar ausgewiesen. Dieser Mann hat aber von hier aus 400.000 Dollar an eine Bank in Deutschland überweisen lassen. Das ist so. Meine Geldagenten erzählen mir davon. Ich wechsle das Geld für die ausländischen Firmen. So weiß ich auch, wie viel sie verdienen. Wir treffen noch einmal den Vorsitzenden der Stromgewerkschaft. Er hat heute andere Dokumente bei sich, die auch ausländische Firmen belasten, darunter die MVV. Einige Mitarbeiter erklären in diesem Schreiben, dass sie seit Monaten von der MVV keinen Lohn bekommen haben. Außerdem heißt es, dass der größte Teil der Arbeit, die die MVV abgerechnet hat, bereits vor dem Einstieg der Firma getan worden sei. Die internationalen Kredite, die Afghanistan zurückzahlen muss, kämen also nur der MVV zugute. Denn Strom gäbe es ja immer noch nicht. Alles, was ich sage, erzählt uns der Gewerkschafter, ist kein Geheimnis. Fragen Sie ruhig nach. Er spricht von jeder Menge weiterer Dokumente, die die dunklen Geschäfte mit dem Strom belegen. Er rät uns auch, mit dem Energieminister Kontakt aufzunehmen. Dieser sei nicht korrupt, wisse aber viel. Wir sind skeptisch und wollen von den MVV-Mitarbeitern selbst wissen, was sie dazu sagen. Zunächst wollen sie nicht mit uns sprechen, aus Angst, den Job zu verlieren. Als sie erfahren, dass wir vom deutschen und nicht vom afghanischen Fernsehen sind, ändern sie ihre Meinung. Die Tür wird geschlossen, die deutsche Chefin soll das Gespräch nicht mitbekommen. Wir arbeiten sowohl für die Regierung als auch für MVV. Das geht eigentlich nicht. Die MVV nutzt unsere Arbeit, ohne zu zahlen. Ich arbeite seit 2 Jahren hier. Früher habe ich manchmal 100 Dollar pro Monat bekommen. In den letzten 10 Monaten kam aber gar kein Lohn. Was wir mitbekommen haben, ist, dass innerhalb der alten Organisation, der DABM, also der Vorgängerorganisation, natürlich immer auch mal etwas Zahlungsschwierigkeiten da waren. Die Gelder sind an die Regierung gegangen, die Regierung hat es ans Ministerium verwiesen. Vom Ministerium mussten die Gelder dann zugeteilt werden. Und ich habe eben schon gesagt, zum Teil an Mitarbeiter, die man noch gar nicht kannte. Also wir haben auch schon gehört von unseren Mitarbeitern unten vor Ort, dass es da ab und zu etwas chaotisch zugeht. Wir gehen zum Energieministerium.
Hier laufen seit dem ersten deutschen Stromprojekt vor mehr als 40 Jahren alle Fäden zusammen. Wir treffen den Energieminister. Er gilt als sauber. Wir erfahren, dass er keinerlei Befugnisse bei der Vergabe der Gelder hat. Der Minister zeigt uns auf dem Plan, wie die internationalen Geber die Energieversorgung Afghanistans unter sich aufgeteilt haben. Über die Millionen entscheidet die MVV ohne die afghanische Regierung, obwohl diese den Kredit zurückzahlen muss. Der Minister ist unzufrieden. Die Weltbank hat entschieden, dass die MVV die Privatisierung unserer Energiebehörde übernimmt. Wir mussten zustimmen, damit die MVV dafür die 10 Millionen bekommt. Mit dem Geld sollten sie die staatliche Energiebehörde in eine effektive Firma umwandeln. Das haben sie aber nicht getan. Für uns hat sich nichts geändert. Der Alltag der Afghanen bleibt schwer. Der fehlende Strom bremst das Wirtschaftswachstum enorm. Vor allem der Handwerksbereich, der wichtigste Wirtschaftssektor neben der Landwirtschaft, leidet darunter. Ein neuer Versuch im Norden Kabuls. Nun wird alle Hoffnung auf Strom aus Zentralasien gesetzt. Hinter den Bergen liegen Usbekistan und Turkmenistan. Die beiden Länder haben genug Strom zu verkaufen. Mehrere hundert Millionen Euro werden in die Hochspannungsleitung investiert, bis zur usbekischen Grenze. Allein die KfW investiert 22 Millionen Euro für zwei Umspannstationen. Diese moderne Umspannanlage am Rande Kabuls wurde Ende Mai von Staatschef Karzai persönlich eröffnet. Doch auch hier verbirgt sich ein Schildbürgerstreich. Denn genau wie die beiden alten Wasserkraftwerke ist auch diese Umspannanlage nutzlos. Man kann den Strom nicht in das Netzwerk von Kabul einspeisen. Das veraltete Netzwerk hat eine Spannung von 15.000 Volt. Die neue Anlage liefert 20.000 Volt. Festgestellt hat man das, nachdem Millionen ausgegeben waren. Kabul bleibt dunkel. Aber auch das ist Kabul. In Stadtteilen wie diesem gab es immer Strom. Zum Beispiel im Kabul City Center. Reiche Afghanen und auch ausländische Entwicklungshelfer führen hier ein Leben wie im Westen. Solche Einkaufszentren verfügen über eigene Umspannanlagen. Dieses Hotel mit Einkaufspassage verbraucht so viel Energie wie ein ganzer Stadtteil. Stromausfälle gibt es keine. In Afghanistan gibt es nur zwei Möglichkeiten, an das große Geld zu kommen. In der Opiumwirtschaft oder in der Entwicklungshilfe. Tatsache ist, dass fast jeder an die Töpfe der internationalen Geldgeber möchte. Es lohnt sich. Es geht sicherlich auch um viel Geld, auch um hohe Investitionen. Es wird in den nächsten Jahren noch zweistellige Milliardenbeträge geben an internationalem Geld. Für Ihre Firma? Nein, für den Ausbau landesweit, damit die Elektrifizierung nicht nur in Kabul stattfindet, sondern eben im gesamten Land. Da gibt es natürlich immer unterschiedliche Strömungen. Was wir versuchen ist, wie gesagt, mit der DABS ein nationales Unternehmen zu formen, das möglichst unabhängig ist, das möglichst objektiv, sachorientiert entscheiden kann, um am Ende eine sichere Stromversorgung zu garantieren. Bis dahin werden die meisten Afghanen ihren Strom mit Hilfe von Generatoren selbst produzieren, wenn sie es sich leisten können. Zumindest ist das Land ein guter Kunde für Chinas Generatorenhersteller. Die profitieren vom Stromchaos genau wie andere ausländische Firmen. Und die einfachen Afghanen zahlen. Obwohl die alte Energiebehörde DABM nichts mehr zu sagen hat, kommen noch immer viele Leute hierher. Auch Ex-Chef Kohistani ist noch gelegentlich in seinem Büro, obwohl er hier überflüssig ist. Einige wütende Antragsteller, die seit Jahren auf ihren Stromanschluss warten, haben es heute geschafft, bis in Kohistanis Büro vorzudringen. Aber hier kommen sie nicht weiter. Der entmachtete Chef schiebt alle Verantwortung auf die deutsche Firma ab. Tatsächlich ist es unklar, wer in der Energiebehörde letztlich das Sagen hat. Tatsache ist, dass Afghanistan immer mehr von internationalen Geldgebern abhängig wird. Die Bedingung der Geberländer ist, dass wir uns aus allen Bereichen der Produktion fernhalten. Wir haben viele Fabriken in Afghanistan, die
nicht kaputt sind und arbeiten könnten. Textilfabriken zum Beispiel. Die afghanische Regierung darf jedoch nicht produzieren, weil die Geberländer dies zur Bedingung gemacht haben. Seit ich Wirtschaftsminister bin, versuche ich den Geberländern klarzumachen, dass wir bis zum Tag des jüngsten Gerichts nicht auf eigenen Beinen stehen werden, wenn wir den Konzernen Tür und Tor öffnen. Hier hat sich seit 2002 nichts geändert. Der Kioskbesitzer muss weiter auf seinen Dieselgenerator setzen. Nach Angaben der Bundesregierung wurden bis jetzt knapp 100 Millionen Euro für die Stromversorgung in Afghanistan investiert. Entwicklungshilfe ist längst zu einem der härtesten Geschäfte weltweit geworden. Geberländer, staatliche und nichtstaatliche Organisationen und Unternehmen ringen um ihren Anteil und grasen Länder wie Afghanistan regelrecht nach lukrativen Aufträgen ab. Wer die Regeln beherrscht, kann sehr gut daran verdienen. Aber die meisten Menschen haben nichts davon. Viele fühlen sich vom Westen und ihrer eigenen Regierung verschaukelt. Wut und Frustration machen sich breit. Wir leben in dunklen Zeiten. Unsere Regierung wird von internationalen Konzernen gelenkt. Sie verkauft sogar die staatlichen Transportmittel an private Firmen. Hier hungern alle. Sogar Polizisten, Soldaten, Angestellte. Viele bekommen monatelang kein Gehalt. Es gibt weder öffentliche Verkehrsmittel noch Strom. Gott verfluche diese Regierung. Mit 5 Millionen Euro für Straßenlaternen fing es an. 8 Jahre später sind es fast 100 Millionen Steuergelder und die deutschen Laternen in Afghanistan leuchten noch immer nicht. Die Schildbürger, die das Sonnenlicht in Eimern in ihr fensterloses Rathaus trugen, hätten nicht besser arbeiten können. Thank you.